48, tatsächlich. Kartoffeln aus. Aber da ist. Und guck mal, wie da ist Unkraut drauf. Das ist merkwürdig. Könnt ihr mal versuchen, die 48 zu ernten? Nee, ernsthaft jetzt mal. Das ist, ich kann doch darauf keine Kartoffeln pflanzen. Das ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig. Nee, das mache ich nicht, Manu. Den Auftrag nehme ich nicht Ja, an. vielleicht ist, da sind die, ist das Unkraut dann weg. Also irgendwas muss, weißt du, das. Ich vermute mal, dass das Unkraut dann wahrscheinlich weg sein wird. Die Die Frühling, Frühling. ja, die ist, ja. Die Frühling und Das war die Krebach, letzte, zwei ne? Ja. kleine schnuckeligen Ja, 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 Karten. ja. Und diese Old, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Würdet ihr die 48, und jetzt frage ich explizit um eure Meinung, Gefällt würdet mir ihr die die Bestrahlung. 48 nehmen? Toll. Ja, du guckst dir ja normalerweise vorher das Feld auch nicht an. Das ist ja jetzt Zufall. Das Unkraut ist bestimmt gleich weg. Würde ich jetzt vermuten, dass das gleich dann weg ist. Und wenn nicht? Es ist weg. Oh Gott, sei es gedankt. Ja. Es ist weg. Ja, das, ne? Ja, es ist aber krass, oder? Ja, nee, aber das war ja jetzt, also eigentlich klar, dass das so, Nee, ne, das war oder? mir nicht klar. Das hätte Na ich ja wohl doch. nicht gefragt. Aber eigentlich, ne? Da hätte ich ja wohl nicht gefragt. Das ist ja. Weil so Fakt ist das dann eigentlich. Ach, warte, ich fange oben an, ist mir lieber. So, nee, Quatsch, Quatsch. So. Ich habe ja sowieso nicht mehr viel hier drinne. Das Saatgut. Wo? Die Kosten für das Saatgut. Jetzt von jetzt gerade, meinst du? Ja. Das waren 3.200. Ja. Das ist doch nicht viel. Das sind vier Stück. Jetzt wird es auch noch knieperig. Na Ich glaube es ja klar. wohl. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Eben. Genau. So. Was hätte ich gelacht, wenn es da geblieben wäre und dann bei dem Versuch zu sägen gekommen wäre, du musst das Unkraut entfernen. Ja, das wäre der Ey. Hammer gewesen, ne? Das wäre. Oh Mann. Beikraut. Benutzt als was? Salat? Ich habe das irgendwo mal, irgendwo hat mal jemand Salat zubereitet aus so verschiedenen. Unkräutern. Ja, Echt? Unser Hund ist im Betonboden, ist, also steckt. Unser Hund. Ja, unser Hund. Unser Hund. Unser Hund. Was hast du mit ihm gemacht? Ja, nix, ne? Ich glaube, ihm ist nicht wohl. Als Gewürz, Heilmittel und Nahrungsmittel etc. Ja, genau. Meine Oma auch. Echt? Ja, warum nicht? Was meine Mutter immer gesammelt hat, ist, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch ist, Sauerampfer. Ja, das kenne ich tatsächlich auch noch. Ja, der Aber wächst ja es. auch oft wild irgendwie oder Ja, sowas. ja, ja, ja. Da hat meine Mutter irgendwie so, weiß gar nicht, Suppe draus gemacht oder sowas. Oder Salat, ich weiß nicht mehr. So. Ja, das und das. Steine Steine sind aber immer noch drauf. Das Unkraut ist weg, aber Steine sind noch Ja drauf. gut, die Steine, die gehen noch nicht. Oder Disteln. Ja, Disteln gibt, das gibt schön Tee, ja. Tee? Ah, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Tee. Okay. Die Leute wissen das halt nicht mehr. Nee, die wissen solche Sachen sowieso nicht zu schätzen. Das ist schade, da geht viel Wissen verloren, gerade was so Naturheilkunde und so angeht.
quer bei, durch den Garten, ja. Bei meiner Mutter im Garten wächst wilder Waldmeister. Da macht sie dann immer so Limonade draus. Das ist echt lecker. Schmeckt schon wie Waldmeister, nur ein bisschen, also nicht so wie der künstliche. Nicht so süß, sondern ein bisschen herber. Mir ist beim Grillen im Garten mal die Schüssel mit Rucola-Salat auf die Wiese gekippt. Nach dem Aufsammeln hatte ich 3 Schüsseln voll. Passierte mir auch im Wald mit einer Tüte Katjes Katzenpfötchen. Wer weiß, was du da mitgegessen hast. So. Brennnessel. Dieseltee und Brennnesseltee, Wolf. Hasen-AA. Brennnesseltee, ist das nicht zum Entwässern oder sowas? Ja. Gibt auch Kapseln davon. Um Gottes Willen, das ist doch für mich gar nichts. Da muss ich ein Dixi-Klo mitnehmen. Wir haben früher Schnaps aus Löwenzahnblüten gemacht. Wer? Jens. Achso, ich... Ja. Echt, schmeckt das? Also Löwenzahn habe ich immer den Meerschweinchen gegeben. Ja, wollte ich gerade sagen, das war Tierfutter. Mhm. Ja, arbeitest du noch? Ja, klar. Ich frage ja nur, weil mein Sack... Ja, immer. Was? Bin ich die Minger hier oder was? Ich muss das versuchen, weißt du. Ja, versuch mal klug, ne? Ich musste das ja versuchen. Ja, ja. Ich hätte dir freiwilliges welches gebracht. Nö, ich hol mir das schon selber. Ich hab damit keine Probleme. Ich feier nicht dauernd gegen Laternenpfähle. So, fertig. Zu klappen. Ich bin nämlich jetzt fertig. Aber da du dir das ja selber holen möchtest. So. Ich besorge es dir selbst. Was? Du besorgst es dir selbst? Ja, dann würde ich sagen, nicht viel los. Jetzt. Du bist nicht freundlich zu mir. Überhaupt nicht. Doch. Ne? Was? Ich verkenne die Situation? Nee. Völlig. Bestimmt nicht. Doch. Völlig. So. Guck mal, okay. Ich habe nur noch 23%. Och. Na sowas. Da wird's Zeit, dass du nach Hause fährst, ne? Ja. So, ich muss das noch. Sweet home. Oh, sweet home. Oh, das Bambi ist jetzt... Naja, egal. Nee. Bambi. Girl. Mein Gott, wir haben echt viel Zucker, ne? Hast du schon mal beiseite gestellt? Vorhin. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Was ich hier noch so hab. Aber im Grunde genommen ist das die traurige Wahrheit, dass LS selbst Spiele wie Lumberjack haben mit Landwirtschaft mehr zu tun als das Trecker-Gassi-Fahren-Spiel. Ja. Was ist ein Trecker-Gassi-Fahren-Spiel? LS. Das hier? Ja. Wieso? Vor allen Dingen, wenn man das so macht wie ich. So, lass mal gucken. Also, das war... Landmaschinensimulator ist der richtige Titel. So, jetzt lass mal gucken, das... Ich hab, ich weiß gar nicht, letzte Woche war das, hab ich auch mal wieder so ein bisschen... Echtzeit-Landwirtschaft geguckt. Da wurde gedüngt.
da wurde gedüngt, das Raps und solche Sachen. Hafer. Und fand ich sehr, sehr interessant. Das fand ich sehr, sehr interessant. Hattest du hattest eben Feld 46? Richtig, ja, ne? Ja. Ja, damit ich nicht das falsche Feld hier abschließe. So, das ist dann das hier. Zack. So. Ich habe keine Füße, ich habe keinen Körper. Und angeschnallt bin ich auch nicht. Unglaublich. Aber zu mir sagen, ne, hier von wegen, ja. So, also. Wo bist du? Feld 48, aber ich hole mir das jetzt gleich, du brauchst mich. Kümmere dich mal um deine Baumwolle. Der ist doch fertig. Ist doch fertig. Alle? Ja. Alle Baumwollfelder fertig? Das glaube ich im Leben nicht. Ja, guck doch drauf. Guck doch drauf. Ich wollte dir ja gerade Saatgut holen. Nein, ne? Ich möchte jetzt nicht mehr. Die Reihe ist, ist leer. Welche Reihe? Oh. Du möchtest nicht, okay. Dann stelle ich das. Kaffee und Trina ab ins Bett. Nee, nix ab ins Bett. Heute nicht. Morgen früh. Bis dann, Wolf. So, bin weg, meine Süßen. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, Wolf. Schlaf gut. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaust. Dankeschön, dass du uns erwählt hast. So. Jetzt bin ich gegen die Laterne. Weil jetzt habe ich das gemacht wie Manu, weißt du? Was gewesen, ja? Ja. Dass unser Hund steckt immer noch im Beton. Was ist mit dem Hund? Ja. Du könntest aber den Traktor von 46 holen. Ich weiß es nicht. Jens, Holger, Friedrich. Wo ist Jens da? Du bleibst mein Wolf. Das Ding ist auch noch leer. Ich glaube, ich spinne. So. Jens, Wolf, Jens Holger Friedrich Wolf. So. Ding, 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 ding. Oh. Wer macht bei dir denn Rallye Monte Carlo, ey? Ja. Hier ist was los. So. Noch mal eben gucken. Also. Wir gucken mal, was Manu macht. Wolfgang Reis, 45 Jahre alt. 55 Jahre alt. Ah! Alte Frauen. Ach, Jens. Du weißt, meine Liebe zu dir ist wieder grenzenlos. Ja, ja. Ja, ja, heißt Leckmecker Boss. Stammt nicht von mir, stammt aus dem Werner-Film. Nee. Guck mal, was macht die Frau da? Die hat jetzt die große Antenne rausgeholt. Muss nicht auffüllen. Brauche ich gar nicht. Bandage! Nein. Ey, wir haben noch 9 Minuten, Leute. Warum macht ihr sowas? So, tschüss, nicht schlappen. Angenehme Träume. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Das wie dann, bye, ja. Bye. Arrivederci, Claire. Oh, weia. So. Mr. Moto und YouTube vorbei. Das ist noch ein bisschen im Sinne von Back to the Roots. Schreib mir mal den Namen in Discord, bitte. Oh, jetzt bin ich gegen Baum gefahren und ihr habt es nicht gesehen. Oh, oh. Ach, wie schade. Mhm. Das ist typisch. Ja, die müssen jetzt gucken, wie du mit deiner großen Antenne da vor
Aber ganz ehrlich, wie soll ich auch mit dem Traktor? Mein Wagen hinten ist voll. Ich habe vorne ein Gewicht dran, ob ich das dran habe oder ich in der Feldsack reiße. Du musst mal das so sehen, ne? Ja, sicher. Ich bin unter erschwerten Umständen. Natürlich. Ja, schaue ich mir an. Mit Chance vielleicht sogar noch heute Nacht. Mit viel Champs-Élysées. Champs-Élysées. So. Du bist in anderen Umständen, natürlich, du nicht? Weg, Franzose, weg! Naturellement. Dann ist das das hier. Dann stimmt das. Ja. Herr Julia, von wann bis wann am Tag ist denn der Baulärm? Ach du Schande. So. Da brauchst du nicht RTL 2, das übernehme ich. Ich bin die Medienpräsenz. Vor allem Präsenz. Ich bin die Medienpräsenz. Präsenz? Präsenz. Da brauchst du nicht RTL 2. Wenn das so ist, stehe ich mit dem Ü-Wagen vor deiner Tür. Lieber Siggi, warte, ich mach das heute selber. Lieber Siggi, wünsche dir eine gute Nacht. Grüß alle, die du barfuß triffst. Grüß deine Frau und meine Kinder. Hab eine schöne Nacht, süße Träume. Und jetzt du mal. Schlaf schön. Bis morgen. Also nein, bis ich gerade hier voll. Bis morgen, ja, gute Idee. Ja. Morgen wird wieder gesaugt. Und so. Und schön, gute Nacht. Da steht nichts, aber es ging immer so. Alle paar Tage wirst du morgens um 6 mit einem Knall aus dem Bett getreten, weil Höllenlärm, der sich dann in Abständen bis zum Abend hinzieht. Alle paar Tage sowas, über Wochen. Aber abends ab 19 Uhr ist Ruhe, oder? Ja, meistens früher, ne? Schon. Morgens ab 19 Uhr wird doch Ruhe sein, oder? Ich frage für einen Freund. Meine Freunde sind sehr neugierig. Was ist denn in Autos da? Aber mal richtig kacke. 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 Mit Ei. Kacke mit 2G. Kacke. Das Problem ist, dass ich um 6 Uhr meistens erst 2 bis 3 Stunden geschlafen habe. Ja, das ist wirklich ein Problem. Du solltest deinen Schlafrhythmus auf Tag legen. Das hat geruckelt gerade. Kann das sein? Bei mir? Ja. Also das habe ich dann wirklich mal nicht gemerkt. Dann muss ich anders fahren. Da kann ich nicht vor- und zurückfahren, da werde ich ja irre. Seit 3 Jahren Baulärm. Auch du auch? Oh Gott. Ja, das ist schon übel. Also. Manu hat Parkinson Internet, aber richtig. Ich kann dich auch nicht leiden, Andreas. Nein, aber ich würde meinen Schlafrhythmus tatsächlich auf die Nacht legen. Also nachts arbeiten und am Tag schlafen. Obwohl bei dem Lärm kann man wahrscheinlich nie schlafen. Nee, also ja, schwierig, ne? Ja, aber arbeiten ist auch schwierig bei dem Krach. Allerdings. Ach ja. Aber das Gute ist ja, dass die nicht sonntags arbeiten. Nee, samstags schon, aber sonntags nicht, ne. Das ist das Gute. Mhm. Mach's gut, lieber Siggi, schlaf gut, grüß deine Bis Frau. Dann, Siggi. Und alle Kinder, ach nee. Und deine Frau und meine Kinder heißt das. Ja, ich habe hier gerade Probleme, ne, mit den Franzosen. Also ich muss da mal gerade kämpfen. Weg jetzt!
hier mit deiner Kackente weg! Du weißt, das ist Miris Hassfeld gewesen. Weißt du noch, wie Miri gesagt hat, da kommen so viele Franzosen. Kannst du dich da noch erinnern? Nee, aber es stimmt wirklich. Guck mal hier, das ist, da musst du... Guck dir das mal an. Da musst du... kannst du gar nicht anders als Miri hat darüber geweckert, dass aber so viele Franzosen kamen. Da hinten kommen noch mehr. Glaubst du, wenn du glaubst, dass du da rumkommst, hast du dich geschnitten? Nee, da komme ich nicht rum. Ich muss mal gucken. Ich muss da jetzt irgendwie so drehen, dass ich da... Du knutschst mit Franzosen. Ja, ja. Ja. Ich muss noch die Wände fahren. Geht gar nicht anders. Also, mein Nett, wenn du samstags mit einer Rüttelplatte... Ich stelle mir das so brutal vor, ne? Weißt du, du liegst da noch, träumst noch von der herrlichen Hawaii-Insel, weißt du, so Sonnenschein, diese Hawaii-Klänge in den Ohren. Du nippst an einem Kokosnuss-Drink und dann... Boah, das muss so brutal sein, ey. Ja, das ist grausig. Oh... Obwohl, so eine Rüttelplatte bei Dartpfeilen wäre vielleicht auch gut. Bei Dartpfeilen? Ich glaube, die sind besser. Dann nehme ich doch lieber die Rüttelplatte. Oh, ich habe hier gerade ein Problemchen. Auf Hawaii wird gebaut, Andrina. Ja, ich glaube auch. So, ich denke mal, ich ziehe noch eine Line. Was, Helfer? Wer Helfer? Hast du Helfer? Ich hatte gerade einen kurz dran, ja. Ja, das ist hier, das ist... Ich bin gerade wieder, ich konnte mich nicht bewegen, nix dann. Kurzzeitig. So. Aber jetzt geht's. 5.56 Uhr, bam. Oh Gott. Ja, das mit der Leine ziehen sollte ich vielleicht wirklich sein lassen. Ich habe heute Nacht Aussicht. Ja, das stimmt. So. Ich würde sagen, ne? Hier ist seit 2 Jahren nie mit nix, ein Dauerzustand. Oh, das ist... Ich finde es sowieso, wir sind ja nur mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren, ne? Da sind Baustellenbegrenzungen, da sind gar keine Baustellen mehr. Da haben sie einfach nur die Schilder nicht weggeräumt und die Begrenzung nicht aufgehoben. Da tuckelst du auf einer schönen, glatt asphaltierten Autobahn mit 80, obwohl, wenn sie die Schilder weggenommen hätten, du auch 120 brettern hättest können, ne? Also... Diese ganzen Bausachen gehen einen so auf den Zünder. Ja, diese Bauerei, das ist wirklich alt, ne? Und der Blitzer steht auch noch. Ja! Und das ist das wirklich, da stehen... Das ist unfassbar. Anstatt, wenn sie die Baustelle räumen und so, dass sie die Schilder wegräumen und alles, ne? Und du darfst ja nicht einfach selbstständig entscheiden, ich fahre jetzt schneller, ist ja gar nichts da, ist ja keine Baustelle da, ist ja alles fertig. Darfst ja nicht selbstständig entscheiden, das ist ja das Ding an der Sache. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man immer nach Bayern fährt, das ist ja nun mal so. Nach Bayern? Ja, alles unter Hamburg ist Bayern. Ja. Dann fährst du Berg runter, wird auf 100 limitiert, aber berghoch kannst du 130 fahren, ne? Das ist auch mal so geil, du. Klasse. Düsseldorf ist Dunkeldeutschland. Bayern, sag ich doch. Der die Schilder räumt, war wohl krank, aber wirklich. So, soll ich jetzt mal aussteigen langsam? Ja, ich bin auch. Ich bin jetzt gleich am Ende meiner Reihe und dann... Können wir tatsächlich aufhören. Gut, dann fahre ich jetzt nur noch bis da vorne hin. Nach Oberhausen, Manu, dann kann ich dir deine Blu-ray mir ja mitbringen. Fährst du nach Oberhausen, wann denn?
So, einmal noch wenden und dann stelle ich mich an den Rand. Ja, ich darf jetzt hier auch stehen. Ende Mai. Guru, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Feierabend, lieber Guru. Hallo Guru. Du kommst pünktlich zu unserem Feierabend. Ich steig dann schon mal aus und spring mal nach Haus. Nee, warte mal. Mein Traktor, oh, der ist ja hier. Oh, du hast ja schon meinen Traktor nach Haus geholt. Mhm. Hallo. Ja, über Pfingsten bin ich auch nicht da. Hallo, Pringels Balu. Er steckt im Beton. Nein, er sitzt auf seinem Ball. Echt jetzt? Zeig. Ja. Guck. Der Hund steckt im Beton. Mach mal mein Bild, bitte. Das macht er bei mir nicht. Bei mir sitzt er brav. Das macht er bei mir schon den ganzen Tag. Also, Ja, das würde ich bei dir auch. Kann ich dich mit irgendwas überfahren? Ja, könntest du. Bringt dir das was? Oh, hier ist ganz schön viel Zucker. Ja. Cool. Können wir beim nächsten Mal wegbringen. Ne? Aber dann brauchen wir ja nicht weiter wegziehen, ne? Nein. Nee, ist gut. Ich stelle ihn zusammen und sie zieht ihn auseinander. Ich finde den Fehler. Ich habe sie vorher schon zusammengestellt. Jetzt. So. Machen denn die Hühnchen? Na, ihr Hühnchen, doch. Na, ihr doofen Hühner. Ihr seid schon ganz verwirrt von dem Liebespaar da drinnen, ne? 7000, ne? Die haben auch noch genug Essen, also. Das sind schon 67 Hühner jetzt. Ja, ja. Sehr schön. Wer ist das jetzt? Das ist mir wurscht. Warum hat der Haare? Du hast ihm die Haare gemacht! Ich will nicht, dass der Haare hat. Wir werden ihm ein paar Songschnitt lassen. Wo bist du? Ich gucke, was unser Salat macht. Die haben immer noch keine Salatpalette. Oma Lissi zum Feierabend! Oh, cool. Noch ein kleiner Zuspruch. Danke für den tollen Abend. Ihr seid die Besten. Das wären wir gerne. Sind wir aber tatsächlich nicht. Aber wir freuen uns, dass du das so siehst. Ja. Das ist, Ja, das ist ja auch hier 0,5, ne? Das braucht 5 Jahre zum Wachsen. Danke, 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 danke. Keine Gewalt. Und Sonja schickt auch nochmal 100 Bits hinterher. Aje, nicht zum Feierabend. Ihr Lieben.